Hallo liebe Fans der WWE und herzlich willkommen zu SmackDown Shut Your Mouth für die PS2. Wir sind heute live im ausverkauften GamePro Stadion und haben einige interessante Matches auf dem Programm. Lassen wir aber erstmal Stone Cold zum Ring kommen. Sein Gegner heute Abend heißt Triple H und der hämmert sofort los, versucht die Oberhand zu gewinnen. Das sieht nicht gut aus für Steve Austin. Triple H oder The Game, wie er sich auch gerne nennt, hat ihn völlig überrascht. Doch da, Austin kontert und Stunner! Ah, Triple H kann sich gerade noch befreien. Austin setzt ihm weiter zu. Das Blatt hat sich gewendet, die Menge tobt. Triple H rappelt sich wieder auf, greift erneut an. Facebuster gegen Austin. Der taumelt, ist sichtlich angeschlagen. Doch da geht's weiter. Der Stone Cold Stunner. Das war's. Triple H ist fertig. Da unsere Sendezeit begrenzt ist, schlage ich vor, wir schauen einfach in die anderen Matches, die zurzeit laufen, mal kurz rein. In der Tiefgarage ist gerade ein 4-Mann-Hardcore-Match in vollem Gange. Shawn Michaels demonstriert uns gerade die Besonderheit dieser Matchart. Waffen sind hier ausdrücklich erlaubt. Doch nicht nur das, Pins zählen überall. Deswegen beginnen Matches wie dieses hier oftmals im Ring und enden dann in der Tiefgarage oder sogar in der U-Bahn-Station. Natürlich stehen den Wrestlern auf ihrem Weg durch den Karrieremodus außer den Hardcore-Kämpfen noch unzählige andere Match-Varianten bevor. Die Palette reicht dabei vom Hell in a Cell Match bis hin zum 30-Mann Royal Rumble, bei dem sich immerhin 6 Wrestler gleichzeitig im Ring verprügeln dürfen. Natürlich finden sich unter den 60 Wrestlern auch Vertreter des vermeintlich zarten Geschlechts, wie hier Trish Stratus und Stephanie McMahon, die sich ein TLC-Match liefern. TLC steht dabei für Tables, Ladders, Chairs. Und dass die Damen die Utensilien nicht für ein Picknick einsetzen, sieht man ja. Das Einzige, was euch im Gegensatz zum Fernsehen noch nicht geboten wird, ist ein Bikini-Contest. Aber wenn man solche spektakulären Manöver sieht wie hier, dann kann man darauf doch gerne verzichten. Damit nähern wir uns auch schon dem Ende der heutigen Show. Machen wir noch eine letzte Schaltung zum Main-Event. Im letzten Match treffen The Rock und Hollywood Hulk Hogan aufeinander. Sie sind heute Abend wieder einmal wunderbar lebensecht animiert. Anscheinend haben wir gerade noch rechtzeitig reingeschaltet, denn hier ist der People's Elbow, The Rock's Finishing Move. Da das Ende des Kampfes damit so sicher ist wie die Steuer, verabschiede ich mich bis zum nächsten Wrestling-Spiel und sage Tschüss, bis dann. One, two, three.